Richard Wagner. Seine Musikdramen bilden einen Meilenstein der europäischen Musikgeschichte und zählen zu den beliebtesten und meistgespielten Opern weltweit. Kein anderer Komponist verstand es wie er, Emotionen und Wahrnehmungen in die Sprache der Musik zu übersetzen. Wie schaffte er es, in seinen Gesamtkunstwerken auch den Migränekopfschmerz so präzise zu vertonen? Beim Studium von Richard Wagners Schriften wurde uns klar, Richard Wagner kannte den Kopfschmerz aus eigenster Erfahrung, den er als Hauptplage seines Lebens bezeichnete. So schreibt er in einem Brief an Cecilia Avenarius: Dir brummt der Kopf, du kannst dich nicht zurechtfinden, bist wie im Traume und alles flimmert dir vor den Augen. Ganz recht, das kennen wir aus Erfahrung sehr gut. Als Neurologen interessierte es uns besonders, dass Richard Wagner den Schmerz direkt in seinen Opern aufgreift. Der allererste Satz seiner Oper Siegfried lautet: Zwangvolle Plage, Mühe ohne Zweck. Zwangvolle Plage, Mühe ohne Zweck. Es ist also ein zentraler Aspekt seiner Oper. Wagner wollte, dass man verstehen kann, dass er an dieser Migräne leidet. Diese Musik hat angefangen mit einem langsamen Brummen, mit einem leisen Brummen, das langsam lauter wird. Graduierlich. Es fängt an mit einem leichten Pochen, das immer lauter wird. Es wird immer mehr, es intensiviert sich. Und es gibt auch ein Hämmern am Ende. Man merkt richtig dieses Pochen im Kopf von Richard Wagner bzw. von Mime, der in diesem Stück diese Kopfschmerzen erlebt. Die Schmerzklinik Kiel. Von hier aus wird das bundesweite Kopfschmerzbehandlungsnetz organisiert. Deutschlandweit werden schwer betroffene Migränepatienten versorgt. Ärztlicher Direktor Professor Hartmut Göbel forscht seit vielen Jahren zum Thema Kopfschmerz und behandelt Patienten, die wie Richard Wagner an Migräne leiden. Sie haben sich wegen Ihrer Kopfschmerzen vorgestellt. Können Sie einmal einen Anfall berichten, erzählen, wie das abläuft? Ja, ich habe Kopfschmerzattacken, die zum Teil bis 3 Tage andauern. Die Schmerzen sind einseitig, meist auf der linken Seite, sind sehr stark. Der Schmerz ist pochend, pulsierend. Zu Beginn der Migräneattacke kommt es zu einer Aktivierung von Kernen im Hirnstamm. Die Folge ist eine Sensitivierung von Blutgefäßen, die die Hirnhäute versorgen. Und wir gehen einmal zu den Hirnhäuten hoch und wir sehen hier, wie in diesem Bereich Nervenfasern aktiviert werden und es zu einer Freisetzung von Entzündungsstoffen kommt, Substanz B und andere Transmitter, die inflammatorisch, also entzündlich wirken. Die Konsequenz ist, dass die Blutgefäße jetzt sehr stark sensibilisiert werden. Jeder Pulsschlag, jede Bewegung, jede Erschütterung tut weh. Und genau das hat Richard Wagner in seiner Oper Siegfried am Anfang des ersten Aktes zum Ausdruck gebracht. Er hatte also vor über 150 Jahren schon genau das in Töne, in ein Gesamtkunstwerk umgesetzt, was wir heute noch direkt erleben können. Die Aura der Migräne wird im Stück Siegfried so dargestellt, dass es flackert und flimmert. Man kann gerade so diese Zickzacklinien der Migräne-Aura spüren, hören und im Falle von Antoni Pilavachis Inszenierung in Lübeck auch sehen. Der Kopfschmerz von Richard Wagner ging sogar so weit, dass er in seinem Siegfried
abbrechen musste. Er konnte nicht mehr weiter komponieren, aufgrund der starken Schmerzen, die er erlitt. Aber eine Frage bleibt. Warum trug Wagner immer einen Hut, auch in geschlossenen Räumen? Nun, der Hut oder ein Kopftuch, das war ein bewährtes, vorbeugendes Mittel gegen Kopfschmerzen zu Wagners Zeit. Aber was ich mich frage, wie wäre Wagners Musik geworden, wäre er adäquat gegen Migräne behandelt worden?